Haben Sie auch von der Studie gehört? Studie über tote Eissturmvögel. Man hat festgestellt, dass in einem verendeten Eissturmvogel ca. 30 Blastzellteile zu finden sind. An den Stellen, wo in einem verendeten Eissturmvogel nur 10 Blastzellteile zu finden sind, spricht man von einem sauberen Meer. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Sie stellen sich natürlich sofort die Frage, was haben tote Eissturmvögel mit diesem Geld zu tun? Ich erkläre das später. Doch steigen wir gleich am Anfang ein. Wir sollten zuerst so ein paar wesentliche Punkte besprechen, die den Begriff Geld definieren. Sie haben, wenn Sie den Fernseher anmachen oder das Radio anschalten, sehr oft davon gehört, in gerade den letzten Monaten und Jahren, dass wir eine Überschuldung in der Welt feststellen können. Im Prinzip fehlt da die Hälfte bei dieser Aussage. Ich erkläre das mal anhand eines Skatblattes. Wie viele Karten hat ein Skatblatt? 32. Wie viele rote? Die Hälfte. 16, genau. 16 rote, 16 schwarze. Wenn wir jetzt definieren, dass die Summe aller Schulden in der Welt die roten Karten sind und gleichzeitig die Summe aller Guthaben die schwarzen Karten sind, haben Sie im Prinzip unser Geldsystem mit dem Skatblatt abgebildet, weil nämlich beide Größen circa gleich groß sind. Wenn wir also auf der einen Seite von einer Überschuldung sprechen, müssen wir auf der anderen Seite auch den Begriff vielleicht Überguthabung oder so definieren. Doch ich möchte auf den Geldbegriff noch in einer ganz anderen Weise eingehen. Nehmen wir doch mal an, die erste Reihe macht jetzt bitte einfach mal mit. Ich verspreche, alle Kreditverträge, die wir jetzt in den nächsten 5 Minuten schließen, die werden storniert, bevor Sie den Raum verlassen. Nehmen wir mal an, Sie sind Schuhmacher und Sie haben so viele Schuhe verkauft, dass Sie 100 Euro eingenommen haben, die Sie übrig haben. Freuen Sie sich nicht zu früh, kriegen Sie gleich wieder abgenommen. Weil Sie diese 100 Euro übrig haben, aktuell nicht zum Leben brauchen, legen Sie die an und geben das dem Banker. Ich übernehme jetzt mal die Rolle des Bankers, ne, damit Sie sich wohlfühlen. Ich bin die Bank, Sie sind der Schuhmacher. Sie bekommen ein Guthaben, also einen Beleg, einen Schein, da stehen jetzt 100 Euro drauf, da steht eine Laufzeit drauf und verschiedene andere Dinge. Ich als Banker nehme jetzt die 100 Euro und würde mit Ihnen einen Kreditvertrag schließen. Was würden Sie mit 100 Euro Kredit machen? Was kaufen wir heute Schönes? Ein Fahrrad? Braucht es Schuhe, könnten Sie direkt zu ihm wieder gehen. Wir nehmen mal was anderes. Sie lassen sich in Ihrer Wohnung eine Steckdose reparieren, und zwar von ihm, weil er ist Elektriker. Er bekommt von Ihnen diese 100 Euro, hat so viel Steckdosen verlegt und Kabel gezogen, dass er diese 100 Euro übrig hat. Daraufhin bekommt er ein Guthaben als Nachweis, weil er diese 100 Euro zur Bank bringt. Weil er die 100 Euro zur Bank bringt, bin ich in der Lage, diese 100 Euro zu verleihen. Sie sind so nett und schließen mit mir einen Kreditvertrag über 100 Euro. Diese 100 Euro geben Sie aus für eine Urlaubsreise und fahren damit in den Urlaub. Er hat Ihnen die Urlaubsreise verkauft. Er hat so viele Urlaubsreisen verkauft, dass er diese 100 Euro anlegt. Daraufhin kann er über 100 Euro einen Kreditvertrag machen. Warum erkläre ich Ihnen das? Wie viel, nehmen wir mal an, Sie sind alle ohne Geld hergekommen. Wie viel Geld ist im Raum? 100 Euro. Wie viel Guthaben ist im Raum? Alle, die eine schwarze Karte in der Hand haben, mal hochhalten. 300 Euro. Wie viel Schulden sind im Raum? 300 Euro. Das Erste, was ich jetzt irritierend empfinde, ist, dass die Ökonomie, jetzt das Geld und die Guthaben zusammenaddiert und Geldmenge nennt. Das ist insofern unglücklich, weil in dem Wort Geldmenge eben der Begriff Geld auch drin steht oder verwendet wird. Und wenn Sie den Begriff Geld hören, dann übertragen Sie das mit Kaufvorgängen. Nur diese schwarzen Karten, die jetzt hier im Raum sich befinden, können zum Einkaufen gar nicht verwendet werden, weil die haben eine feste Laufzeit und können als Zahlungsmittel in der Form gar nicht dienen. Die allergrößte Herausforderung für Sie ist nun, dass wenn Sie irgendwas zum Thema Geld lesen und dort der Begriff Geld, Buchgeld, Giralgeld, Geldmenge, Geldvermögen, wenn irgend solche Begriffe verwendet werden und sie sind nicht eindeutig im Text definiert, haben Sie, ich sage mal vorsichtig,
eine gewisse Herausforderung, den Text zu verstehen. Weil jeder Autor den Begriff Geldmenge oder Geld anders definiert und anders verwendet, weil die Definitionen einfach nicht exakt genug sind. Wenn ich heute hier im Raum von Geld spreche, würde ich Sie bitten, dass Sie bildlich immer eine Banknote sehen, sodass wir also heute hier im Raum definieren, das Geld, was direkt von der Zentralbank kommt, das ist die Banknote, das ist heute hier im Raum Geld, das hilft Ihnen, um meine Worte letztendlich besser zu verstehen. Was wir eben bei diesem Beispiel mit den Karten außer Acht gelassen haben, ist, dass drei Menschen diese 100 Euro übrig hatten und ich einfach mal gesagt habe, sie legen die bei der Bank an. Nur warum ist überhaupt ein Marktteilnehmer bereit, 100 Euro zur Bank zu bringen? Weil er einen Zins geboten bekommt und da haben wir gleich letztendlich die Erklärung, wozu der Zins da ist. Der Zins hat die Rolle, eine Art Lockmittel zu liefern, damit, wenn Sie Geld übrig haben, Sie motiviert werden, das Geld, was Sie aktuell selbst nicht ausgeben wollen, dass Sie das zur Bank tragen. Jetzt tragen Sie diese 100 Euro zur Bank und halten Sie mich jetzt nicht vor verrückt, ich erkläre das nachher noch, und Sie erhalten 7,18% Zinsen. Wenn Sie jetzt die Zinsen, die Sie jedes Jahr bekommen, auch wieder anlegen, sodass der sogenannte Zinseszinseffekt greift, wie hoch ist Ihr Guthaben nach 10 Jahren? Vorbereitet hergekommen. 200 Euro. Sie haben bei 100 Euro Anfangskapital 10 Jahre später 200 Euro. Das ist ein recht simpler Vorgang. Was mich so tendenziell überrascht, ist, dass wir Menschen uns recht wenig darüber Gedanken machen, wenn ich über 100 Euro Guthaben verfüge und 10 Jahre später 200 Euro Guthaben besitze, wo kommen die 100 Euro her? Das ist eine relativ einfache Sache, können wir auch an diesem Beispiel hier gut nachvollziehen. Wir haben eben festgestellt, 300 Euro Guthaben bestehen, 300 Euro Schulden. Also die drei Marktteilnehmer, die die Kredite hier aufgenommen haben, zahlen natürlich Schuldzinsen an mich Bank. Ich nehme mir für meine Dienstleistung was weg, die sogenannte Marge, und zahle die Guthabenszinsen an die anderen drei Marktteilnehmer entsprechend aus. Wenn also die Zinsen wieder angelegt werden, müssen auch die angelegten Zinsen in neue Darlehen fließen. Wenn also irgendwo auf der Welt die Guthaben von 100 auf 200 gestiegen sind, muss auch irgendwo auf der Welt die Verschuldung von 100 auf 200 nach den 10 Jahren gestiegen sein. Das können Sie in jedem Lehrbuch der Ökonomie erstmal ganz normal nachlesen. Das macht mich noch nicht nervös. Wenn wir uns aber jetzt einen weiteren 10-Jahres-Abschnitt anschauen und die 200 Euro auf dem Konto verbleiben, werden aus 200 Euro 10 Jahre später 400 und aus 400 Euro 10 Jahre später letztendlich 800. Das, was Sie sehen, ich mache das jetzt in Hochgeschwindigkeit, weil ich habe eine Liste bekommen, was ich für Themen hier abzuhandeln habe. Das ist normalerweise ein Vortrag über ein halbes Jahr, jeden Tag. Soll ich in 45 Minuten reinpacken, ist eine gewisse Herausforderung, doch die nehme ich an. Was Sie hier sehen, ist, zwei Kurven gehen exponentiell auseinander. Wissen Sie was? Es gibt eine unglückliche Situation. Nichts auf der Welt, wirklich gar nichts, kann zeitlich unbegrenzt exponentiell wachsen. Nichts. Diesen Gedanken hatte ich zuerst irgendwann Anfang der 90er Jahre. Ich komme eigentlich aus der Physik. Uni Leipzig habe ich da besucht, bin dann 1990 die Finanzwirtschaft abgebogen. Und da habe ich mir irgendwie, weil ich schon immer sehr zahlenaffin bin, gesagt, wie kann denn das sein, dass wir ein Geld verwenden, wo nicht vielleicht oder kann sein oder eventuell, sondern garantiert uns das System um die Ohren fliegen muss, weil es eine Exponentialfunktion abbildet. Ich dachte erst, da denkst du bestimmt falsch, ich habe dann einfach mal 10 Jahre lang alles studiert, was ich zum Thema finden konnte und hatte gehofft, dass ich irgendwie ja, da eine Bildungslüge habe und mir selbst beweisen kann, dass es sich so nicht verhält. Ja, es tut mir leid, es verhält sich so. Zwei Kurven gehen exponentiell auseinander, sodass ich Ihnen garantieren kann, oder die Mathematik kann das, irgendwann ist Schluss. Jetzt hören wir ja immer, wir müssen von den Schulden runterkommen. Und was wir allerdings nicht dazu gesagt bekommen, weniger Schulden sind auch weniger Guthaben. Wenn
der eine Geld angelegt hat und der andere einen Kredit hat und der, der den Kredit hat, kann nicht zurückzahlen, dann hat das natürlich irgendwo Einfluss auf denjenigen, der das Guthaben verfügt. Wenn Sie sich an Griechenland erinnern, die hatten ja schon mal einen Schuldenschnitt, also gibt es verschiedene Formulierungen, wir müssen die Schulden neu verhandeln oder Schuldenschnitt oder Währungsreform. Letztendlich sind das Begriffe für ein und dasselbe. Guthaben und Schulden werden durch einen Betrag X geteilt, sodass das Ganze dezimiert wird. Mehr will ich dazu heute erstmal nicht sagen. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Wir hatten hier vorhin das Beispiel, wir hatten einen Elektriker, wir hatten ein Touristikunternehmen und wir hatten einen Schuhverkäufer. Diese drei Beispiele waren jetzt Beispiele für Warenproduzenten und Anbieter von Dienstleistungen. Wir produzieren Waren und bieten Dienstleistungen an und tauschen diese Produkte mit dem Geld, was sich im Markt befindet. Wir fühlen uns dann wohl, wenn dieser Austausch möglichst gleichmäßig erfolgt. Und je nachdem, in welcher Geschwindigkeit, ich nenne das einfach mal V, wie in der Astrophysik, in welcher Geschwindigkeit das vorhandene Geld bewegt, bilden sich dann dementsprechend Preise. Hier unterscheide ich mich von der Ökonomie noch überhaupt nicht, dass die aus der Volkswirtschaftslehre kommen, das ist die Fischersche Verkehrsgleichung. Das ist also erstmal ein ganz normaler Zustand. Ziel sollte sein, oder ein Markt funktioniert dann, wenn beide Flächen gleich groß sind. Wenn das angebotene Geld in einer gewissen Geschwindigkeit die Waren und Dienstleistungen tauscht und sich da heraus dementsprechend Preise bilden. Wenn Sie das hier auf das Labor mal diesen Raum nochmal beziehen, wir hatten Geldmenge 100 Euro und wir haben in den ersten 5 Minuten 3 Tauschvorgänge vollzogen, sodass also über diese 3 Tauschvorgänge letztendlich hier dieser Tausch von Waren und Dienstleistungen erfolgreich umgesetzt wurde. Das Entscheidende ist jetzt, wenn ich diese 100 Euro aus dem Kreislauf herausnehme, also die jetzt horte, in die in meine Tasche stecke, fehlt nicht etwa 100 Euro Umsatz, sondern es fehlen zum Beispiel diese ganzen 3 Tauschvorgänge. Nicht 100, sondern 300 Euro Bruttosozialprodukt gehen verloren. Das wird schnell mal übersehen, sodass also das Horten von Geld prinzipiell eine Herausforderung ist. Das ist jetzt der 100-Euro-Schein. Und wenn Sie sich mit irgendjemandem auf dieser Welt über alternatives Geldsystem unterhalten, gibt es in jedem alternativen Geldsystem, sag mal, 4 Kernfragen. Eine dieser Kernfragen ist, wie kommen diese 100 Euro, die gehortet werden, wenn also hier die Geldmenge kleiner wird, das wird kleiner, hätte also Einfluss auf diese Fläche, wie kommen diese gehorteten 100 Euro in den Kreislauf zurück? Die Frage steht immer. In dem aktuellen Geldsystem machen wir das mit Zins und Inflation. Verwenden wir den Zins als sogenannte Umlaufsicherung, passiert das. Jedes Geldsystem, welches mit einem Zins und Zinseszins ausgestattet ist, fliegt uns um die Ohren und das mit tatsächlich verheerenden Konsequenzen. Also schauen Sie nach Griechenland, wenn hier noch einer im Raum der Meinung ist, dass die Griechen gerettet wurden, das ist ein Irrtum, ein kompletter Irrtum. Wir haben den Griechen Rettungsgelder gegeben, damit das Land Griechenland in der Fähigkeit bleibt, seine Schuldzinsen zu bedienen. Nichts anderes. Und damit Griechenland die Schuldzinsen weiter bedienen kann, wurden Auflagen gemacht, zum Beispiel massiv im Gesundheitswesen zu sparen. Die Kindersterblichkeit ist massiv nach oben gegangen, die Selbstmordrate ist nach oben gegangen. Also da sterben tatsächlich aktuell Menschen, weil in unserem Geldsystem was schief läuft. Und das Ganze heißt dann Rettungspaket. Sodass wir in einem Geldsystem immer darüber nachdenken müssen, wie kann ich das Horten von Geld verhindern und wie bekomme ich das Geld, was irgendjemand aktuell nicht braucht, in den Kreislauf zurück. Das haben wir uns soeben angeguckt und letztendlich ist die Variante recht einfach. Es gibt 3 Möglichkeiten. Wir nehmen als Umlaufsicherung den Zins, wir erleben eine Exponentialfunktion und irgendwann einen Zusammenbruch des Geldsystems. Wir verwenden keine Umlaufsicherung. Nehmen wir mal an, wir würden einfach Silber und Gold als Geld definieren und sagen, Sie gehen arbeiten, Sie verdienen Gold und stecken das, wenn Sie Lust haben, in eine Kiste. Sie verschatzen das, weil Sie sagen, mein Gold habe ich erarbeitet, damit kann ich machen, was ich will. Wenn das viele gleichzeitig machen, dann fehlt das Geld im Kreislauf. Es kommt zu Zusammenbrüchen, weil natürlich zu wenig nachgefragt wird. Die Firma wird geschlossen, Menschen werden arbeitslos, verlieren ihre Immobilie, weil sie die Baufinanzierungsrate vielleicht nicht mehr tragen können. Und dann gibt es den Moment, wo viele ihre Kiste aufmachen, weil aus vielleicht psychologischen Gründen eine gewisse Euphorie besteht. Dann gibt es viele Firmengründungen, viele waren mehr nachgefragt.
Die Preise gehen eher nach oben, weil so schnell gar nicht die Produktion angeworfen werden kann. Es gibt inflationäre Tendenzen. Das ist dann also so ein sehr schwankungsintensiver Zyklus. Wenn Sie mich fragen, gefällt mir auch nicht so richtig. Und dann gibt es die dritte Variante. Nicht erschrecken. Es ist einfach nur umgekehrt, dass wir nicht einen Zins benutzen, sondern eine Gebühr. Dass wir sagen, wenn er jetzt diese 100 Euro in seine Hosentasche steckt und sagt, die sind meine, die habe ich erarbeitet, die habe ich verdient, die kann ich aus dem Kreislauf herausziehen, das kann ich entscheiden, dann würden Kosten für ihn anfallen. Das Entscheidende ist jetzt, weil viele an der Stelle so tendenziell erschrecken und sagen, wem gefällt das denn, wer will denn Gebühren auf sein Geld haben? Es ist sehr einfach, weil sie der Gebühr ja auch ganz leicht entkommen können. Sie haben zwei Möglichkeiten, um die Gebühr nicht zu zahlen. Variante 1 ist, Sie geben Ihr Geld einfach aus. Also alle im Raum, die im Monat Betrag X einnehmen und Betrag Y ausgeben und X gleich Y, also die das, was Sie einfach zur Verfügung haben, ausgeben, die brauchen sich über eine Gebühr keine Gedanken machen, weil Sie die nicht tragen müssen, weil Sie das Geld für Ihren Lebensstandard einsetzen müssen. Und diejenigen, die im Monat mehr einnehmen, als sie ausgeben, brauchen sich auch keine Gedanken machen, weil das, was sie übrig haben, das Geld bringen sie wie im jetzigen System zur Bank, weil sie diese Gebühren nicht tragen wollen. Und wenn sie das Geld mittellangfristig anlegen, fallen auch keine Gebühren an. Der wesentliche Unterschied ist, wenn sie 10.000 Euro anlegen, dass sie, wenn sie 10.000 geben, kriegen sie auch 10.000 zurück. Finde ich auch so, ich sag mal, wenn man es jetzt mal auf ein Kind so psychologisch betrachtet, ganz interessant, weil ein Kind, was von vornherein mit 3, mit 4, mit 5, mit dem ersten Sparbuch oder was weiß ich, beigebracht bekommt, wenn du was gibst, willst du immer mehr zurückhaben, als du hingegeben hast, ist also entwicklungspsychologisch mehr als kritisch. Ich bin der Meinung, wir brauchen tatsächlich Systeme, die die richtigen Anreize schaffen, weil wir Menschen haben sicherlich die eine oder andere Schwäche. Und wenn wir jetzt Systeme verwenden, die diese Schwächen noch zusätzlich verstärken, dann haben wir den Salat. Dann leben wir in so einer Welt wie heute, die mir nicht gefällt. Deswegen sage ich, wir verwenden also eine Gebühr auf Bargeld mit dem Ziel, damit das Horten zu unterbinden, und wir erreichen damit einen gleichmäßigen Austausch von Waren und Dienstleistungen. Wie kann nun fließendes Geld eingeführt werden? Auch das ist, Sie haben gesehen, ich habe eine Jacke, ne? Ich mache mich mal frei, ich bleibe auch bei der Jacke, mehr wird es dann nicht. Das Einfachste wäre, es gibt schon heute in Deutschland so ca. 30 Regiogeld-Initiativen. Regiogeld ist nicht ganz richtig der Begriff, weil ist kein Geld. Der Geldbegriff, den haben wir vorhin definiert. Im Prinzip sind es Gutscheinsysteme. Ist besser sozusagen, weil was Geld ist, ist per Gesetz, Bundesbankgesetz, Artikel 14, klar definiert. Das gesetzliche Zahlungsmittel ist das, was von der Zentralbank kommt. Das ist die Banknote, die ich Ihnen als Muster heute mitgebracht habe. Ist ja heute auch noch was wert. Sodass also Regiogeldsysteme in der Region alternative Zahlungsmittelsysteme sind. Und wenn man jetzt fließendes Geld einführen wollte, könnte man mit einem Satz das erreichen, indem man das Regiogeld tatsächlich jetzt aus dem Gutscheinniveau in das dementsprechende gesetzliche Zahlungsmittel umwandelt. Natürlich in Absprache mit der Initiative und mit ein paar Auflagen, was dann das Volumen dieses Geldes anbelangt. Nur das wäre als erster Feldversuch eine ganz wunderbare Möglichkeit, weil wissen Sie, ich habe bei so vielen Regiogeld-Initiativen Vorträge gehalten und mich mit so vielen Menschen unterhalten. Diese Situation hat jede Regiogeld-Initiative, dass die Wertschöpfungskette oder der Wirtschaftskreislauf nicht geschlossen ist. Dass sich also bei irgendeinem, beim Bäcker oder im Bioladen, sich dann dieses Regiogeld konzentriert, also einfach dort verharrt. Und dann steht immer die Frage, ja, was macht jetzt der Bäcker, der dieses Regiogeld hat? Und die Systeme, die jetzt mit dem Euro in Verbindung stehen, da ist es meistens so, dass der Bäcker dann eben das Regiogeld zurücktauschen kann in Euros. In dem Moment, wo Sie jetzt fließendes Geld einführen in der Form, dass das dem gesetzlichen Zahlungsmittel gleichgesetzt ist, könnte ja zum Beispiel der Bäcker auch seine Steuern mit diesem Regiogeld bezahlen. Und weil er seine Steuern und auch andere die Steuern zahlen können, würden sofort andere Marktteilnehmer, andere Unternehmen auch dieses Regiogeld akzeptieren, was sie heute nicht tun, weil jeder Unternehmer hat eben Angst, was ist, wenn bei mir das Regiogeld sich konzentriert und ich keine Stelle finde, wo ich das wieder einsetzen könnte. Wir könnten das auch in dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einführen, dass wir letztendlich über den Gesetzgeber, über die Deutsche Bundesbank,
wie eine Art Regio-Geld herausgeben, die dann eben für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gilt. Oder nehmen Sie Griechenland, wäre ideal parallel zum Euro auch dort eine umlaufgesicherte, in der Form umlaufgesichert, wie ich es erläutert habe, eine umlaufgesicherte Drachma einzuführen, parallel zum Euro. Also ich bin ein absoluter Freund davon, dass man parallel zu dem aktuellen Geldsystem das fließende Geld einführt, weil es gibt eine wichtige Hürde und das ist die Bevölkerung. Und es ist nur dann eine Sache gut, wenn sie von den Menschen akzeptiert wird, wenn das angenommen wird und wenn sie jetzt, ich sag mal, von oben aufoktroyieren, das wäre eine Katastrophe, weil nämlich die Gefühle der Menschen gar nicht mitgenommen werden. In dem Moment, wo man das parallel zu vorhandenen Systemen einführt, und Sie können sich noch gut an die Umstellung D-Mark-Euro erinnern, da hatten Sie einen Kontoauszug, da stand Ihr Guthaben in D-Mark und Euro drauf. Sie haben im Laden, wurden die Preise in allen beiden Währungseinheiten dargestellt. Sie hatten auf dem Gehaltszettel dementsprechend beide Währungszeichen drauf und die dementsprechenden Beträge dazu. Also diese Parallelität ist gut. Und das Schöne ist bei fließendem Geld, dass Sie die Inflation nicht brauchen, weil die Gebühr komplett ausreicht, um letztendlich das Geld im Umlauf zu halten. Und wenn Sie es jetzt parallel haben und sehen, wie der Euro ganz normal mit der Zielinflationsrate von 2% weitermacht, ne, das, was also in den Unterlagen der Europäischen Zentralbank drinsteht, ist eine Zielinflationsrate von knapp 2%. 2% bedeutet, dass die Werthaltigkeit des Geldes nach ca. 35 Jahren sich halbiert hat. Ne? Das ist schon irre. Das ist also das Ziel und dann sprechen wir von stabilem Geld. Es ist stabiler, als wenn Sie eine Inflation von 4 oder 10% haben, aber stabil, wenn die Kaufkraft um 50% in 35 Jahren circa reduziert wird. Ja, von stabil würde ich jetzt nicht unbedingt reden. Und jetzt sehen Sie, wie eben das Stück Butter, was heute 1,50 kostet in fließendem Geld und 1,50 in Euro kostet, jetzt sehen Sie, dass plötzlich die Preise auseinanderwandern. Ne? Man merkt das ja gar nicht. Es gibt ja eine gefühlte und eine reale Inflation, da wird unterschieden. Insofern sieht man das. Das würde mir gut gefallen. Was macht die Politik aktuell? Die Politik versucht, den Fehler in unserem Geldsystem mit Wirtschaftswachstum zu kompensieren. Ja, wenn ich jetzt also hier in dieses Modell mal die Kurve des Wachstums des Bruttosozialprodukts einzeichne, dann ist das der Grund letztendlich, unser Geldsystem, der Grund dafür, dass wir sagen, wir müssen jedes Jahr mehr herstellen als im Jahr zuvor. Also unser Geldsystem ist für diesen Wirtschaftswachstumszwang zuständig. Nur, liebe Leute, ich kapiere es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich dann als Zweites mit uns Menschen beschäftigt, weil ich mir gesagt habe, wie kann denn das nur sein, dass wir alle im Raum jeden Tag dieses Wachstumsparadigma hören? Wir leben in einer Welt mit begrenzten Ressourcen. Wir haben eine Erde. Und wir gehen davon aus, dass das Ganze nur dann funktioniert, wenn wir jedes Jahr mehr produzieren als im Jahr zuvor. Das ist eine Strategie, die kann nicht funktionieren bei begrenzten Ressourcen. Aber wir müssen immer mehr herstellen, weil wir sonst die wachsende Verschuldung, die zwangsweise notwendig ist, um die Zinsen für die wachsenden Guthaben zu bedienen, um das kompensieren zu können. Also wir brauchen definitiv ein alternatives Geldsystem, wo dieser exponentielle Wachstumseffekt genommen wird, damit wir überhaupt erstmal zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise finden können. Und deswegen am Anfang mein Beispiel mit dem verendeten Eissturmvogel. Stellen Sie sich mal vor, wir würden jetzt alle gemeinsam entscheiden, dass wir irgendwann die Dinge, die man leicht ändern kann, habe ich das für mich so gemacht, habe ich mir einfach einen Stoffbeutel ins Auto gelegt. Gut, der liegt in einem Auto, wenn ich ihn auf einen Gepäckträger von einem Fahrrad klemmen würde, wäre wahrscheinlich noch schlauer. Wenn Sie mich kritisieren wollen, haben Sie gleich einen Punkt, ich benutze ein Auto. Aber ich lege eben diesen Stoffbeutel in mein Auto und lasse mir an der Kasse nicht so eine Plastikbeutel. Das ist natürlich meine Spendenbox heute hier. Eine Plastiktüte ist, passt super. So glaubwürdig ist er. Naja, ist eine Ausnahme. Ich habe diesen Stoffbeutel. Nur in unserem aktuellen Geldsystem müssen wir möglichst immer mehr Plastikbeutel verwenden und immer mehr Handys verwenden. Es gab kürzlich eine Werbung gesehen, da können Sie einen Vertrag mit einem Telekommunikationsanbieter schließen. Da kriegen Sie automatisch immer nach genau einem Jahr ein neues Handy zugeschickt. Das alte schicken Sie zurück, das kommt in Schredder, das wird hoffentlich vernünftig aufbereitet und dann haben Sie ein neues Handy. Wenn 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt jedes Jahr sich ein neues Handy zuschicken lassen, obwohl das alte Handy ja noch funktioniert und wahrscheinlich auf dem höchsten Stand der Technik ist, stellen Sie sich mal den Wahnsinn vor. Aber Hauptsache Wachstum.
Was ist der weitere Vorteil von Fliesengeld? Wenn Sie 1 Milliarde haben und 1 Milliarde anlegen bei 5% Zinsen im Jahr, dann kriegen Sie ca. 136.000 Euro Zinsen am Tag. An einem Tag. Sie können sich jeden zweiten Tag ein Einfamilienhaus kaufen und werden nicht ärmer. Irgendwann gehört Ihnen eine Stadt. Und weil ja der Zinseszinseffekt bei der Stadt auch wirkt und Sie noch zusätzliche Mieteinnahme haben, haben Sie irgendwann 2 Städte, 4 Städte, 8 Städte, 16 Städte. Sie können ausrechnen, wann einem die ganze Welt gehört. Das sind schlichte mathematische Zusammenhänge. Können Sie mit dem Taschenrechner selbst nachvollziehen. Aber das machen wir. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir Menschen anfangen, zumindest erstmal auf gesellschaftspolitischer Ebene darüber zu diskutieren, wie es anders geht. Fließendes Geld ist ja jetzt recht übersichtlich in den Medien noch enthalten. Ja, wenn jetzt jemand 1 Milliarde anlegt, hat er irgendwann 2 Milliarden, 4 Milliarden, 8 Milliarden. Wenn wir uns über Demokratie unterhalten und ich sehe, wie sich bei wenigen Menschen immer mehr Vermögen konzentriert, dann ist das keine Neiddiskussion. Also ich betone das, hier geht es nicht um Neid, hier geht es um Gerechtigkeit und Funktionalität. Die 3 reichsten Menschen dieser Welt, die haben ein Vermögen, das entspricht, ich habe das nachgerechnet, weil ich das gibt es doch nicht, die haben ein Vermögen, das entspricht dem Bruttosozialprodukt der 51 ärmsten Länder der Welt. Jetzt sind die Ökonomen hier im Raum, bei ihnen verbiegen sich vielleicht gerade die Fingernägel, weil Bruttosozialprodukt ist eine sogenannte Flussgröße. Da ist ja in dem Bruttosozialprodukt ist ja auch der Apfel dabei, der wird gegessen, ist weg, erscheint zwar als Zahl, aber er wird verbraucht. Und Vermögen ist eine Bestandsgröße. Da wird ja nichts gegessen, sondern die Immobilie oder das Guthaben oder die Goldmünze, die haben Sie ja im nächsten Jahr immer noch. Also die Situation ist, wenn man es genau genommen betrachtet, noch viel, viel schlimmer, als wenn wir diese beiden Zahlen vergleichen, Bruttosozialprodukt der 51 Länder mit dem Vermögen der 3 reichsten Menschen. Und deswegen sage ich, auch wenn man es aus dem Gesichtspunkt demokratischer Strukturen betrachtet, ist unser aktuelles Geldsystem mehr als destruktiv. Ja, und dann gibt es verschiedene Überlegungen, wie man es eben anders machen kann. Ich möchte nochmal an dieser Stelle betonen, was ist die Definition von Fliesengeld? Fließendes Geld beschäftigt sich damit, wie können wir das Horten von Geld verhindern, wie bringen wir das gehortete Geld in den Kreislauf zurück, damit möglichst gleichmäßig ein Austausch von Waren und Dienstleistungen stattfinden kann. Also fließendes Geld thematisiert die sogenannte Umlaufsicherung. Jetzt gibt es eine alternative Strömung und die nennt sich Vollgeld. Ich werde in diesem Jahr eine Reihe zum Thema Vollgeld und Geldschöpfung beginnen. Das ist ein Tagesseminar. Jetzt in 10 Minuten darauf einzugehen, das ist, ich sage mal vorsichtig, mehr als sportlich. Aber ich möchte Sie zumindest für so 1, 2 Punkte sensibilisieren. Wenn wir uns Vollgeld anschauen, dann müssen Sie leider immer in die Welt der Buchungssätze einsteigen. Ich mache das jetzt im Schnellverfahren. Hinterfragen Sie es bitte, wenn Sie an irgendeiner Stelle eine Verständnisfrage haben. Egal, ob Sie eine Bank sind oder ein Kreditinstitut, das unterscheidet Sie erstmal gar nicht. Jede Bilanz besteht aus 2 Seiten. Sie haben eine Aktivseite und eine Passivseite. Die Passivseite, das ist so die Seite, wo man sagt, wo kommen die Mittel her? Und die Aktivseite ist, für was werden die verwendet? Das, was ich jetzt hier im Raum vorhin gemacht habe, das waren alles private Marktteilnehmer, die, also Unternehmen, die Kredite aufgenommen haben. Sobald jemand ein Unternehmen ist oder ein Staat oder ein privater Haushalt, wird er in der Ökonomie als Nichtbank bezeichnet. Wenn eine Nichtbank einen Kredit aufnimmt, ist das bilanztechnisch eine Forderung an Nichtbank. Das waren jetzt hier die Nichtbanken. Und in dem Moment, wo jemand ein Guthaben auf seinem Girokonto hat, dann ist das aus der Sicht der Bank eine Verbindlichkeit gegenüber Nichtbank. Den gleichen Buchungssatz nehme ich jetzt dazu, wenn die Position nicht eine Nichtbank ist, sondern eine Bank ist. Wenn also das Kreditinstitut A dem Kreditinstitut B ein Darlehen gibt, dann ist das Darlehen, wenn diese Bank ein Darlehen vergibt, ist das eine Forderung an Bank
Und wenn diese Bank ein Darlehen bekommt, dann ist das bei dieser Bank eine Verbindlichkeit. Wenn Sie sich die Bankbilanz Ihrer Hausbank angucken, sieht das immer so aus. Auf der linken Seite steht dann darüber hinaus die Barreserve, das ist jetzt das Zentralbankgeld. Jetzt dürften Sie die Banknote sehen. Das ist ein bisschen leger formuliert, weil an dieser Stelle auch zum Beispiel die Mindestreserve einer Bank gebucht wird. Die Mindestreserve, die bei der dementsprechenden Zentralbank liegt, wird bilanztechnisch in der Bankbilanz an dieser Stelle mit verbucht. Die anderen Positionen, die es jetzt auf der Aktiv- und Passivseite gibt, die lasse ich jetzt einfach mal weg, wie gesagt, weil das ja hier die Ultrakurzfassung ist. Eine Position brauchen wir auf jeden Fall noch, das Eigenkapital. Das Eigenkapital ist letztendlich das, was den Eigentümer des Unternehmens besonders interessiert. Wenn Sie eine Bank gründen, dann müssen Sie Eigenkapital einbringen. Sie zahlen zum Beispiel Geld ein oder bringen Sachwerte ein, die dann auf der Seite verbucht werden. Also hierauf achtet auf jeden Fall jedes Unternehmen oder jeder Eigentümer eines solchen Unternehmens. Was bedeutet jetzt Vollgeld entstehen lassen? Zuerst schaut man sich die Verbindlichkeiten gegen Nichtbank an und teilt die jetzt in zwei Sorten. Ich nehme mal diese Position raus und teile die Verbindlichkeit gegen täglich fällige. Täglich fällige Verbindlichkeiten sind zum Beispiel Ihr Girokonto. Wenn Sie von mir 100 Euro bekommen und ein Konto eröffnen und 100 Euro einzahlen, dann hat die Banknote Ihre Geschäftsbank und Sie haben ein Guthaben auf Ihrem Girokonto in der Höhe von 100 Euro. Wenn man also das, was Sie dort auf Ihrem Girokonto sehen, wenn Sie das Geld nennen, da fange ich schon an, nervös zu werden. Weil es ist ein Anspruch auf 100 Euro. Sie können also wieder zur Bank gehen und sagen, ich will die 100 Euro zurückhaben. Die Ökonomen nennen das auch Sichteinlage. Und es gibt Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit. Vollgeld bedeutet jetzt, dass der Wunsch besteht, dass diese Sichteinlage zu 100% mit Zentralbank gedeckt ist. Wie wird das jetzt umgesetzt? Es gibt verschiedene Wege. Ich sage Ihnen jetzt mal den Sie in der Fachliteratur am ehesten diskutiert sehen. Die Europäische Zentralbank gibt der Geschäftsbank ein Darlehen, und zwar genau in Höhe der täglich fälligen, wenn das hier also eine Million ist, bekommt diese Geschäftsbank Zentralbankgeld in Höhe von einer Million. Das wird als Kredit gebucht, also eine Verbindlichkeit gegenüber der Europäischen Zentralbank. Und die Barreserve auf der Aktivseite wird um diesen Betrag erhöht. Also jede Bilanz ist ausgeglichen, das bedeutet, die Summe aller dieser Positionen und die Summe aller dieser Positionen ist immer gleich. Bedeutet, es wird also jetzt ein Kredit von der Zentralbank gegeben und um den Betrag wird die Barreserve erhöht. Und jetzt soll die Verbindlichkeit, also Ihr Girokontoguthaben und das dazugehörige Zentralbankgeld ausgebucht werden. Also es soll direkt aus der Bankbilanz rausgenommen werden. Mit dem Ziel, dass, wie Sie es jetzt hier sehen, Ihre komplette Sichteinlage ist zu 100% mit Zentralbankgeld gedeckt. Nach diesem Schritt könnten alle Kontenbesitzer in Deutschland, die über ein Guthaben verfügen, zur Bank gehen und das Girokontoguthaben abheben. Das ist letztendlich, ich sage mal, eine Motivation für die Freunde des Vollgeldes, dass man schon mal sagen kann, alle Sichteinlagen sind zu 100% mit Zentralbankgeld gedeckt. Wir könnten jetzt sehr lange darüber diskutieren, ob das notwendig ist, weil ich sage schon mal so viel. Ich meine, dass es kein Geldsystem geben kann, wo das Vertrauen völlig fehlt. Weil wissen Sie, wenn alle Menschen ihr Zentralbankgeld abholen würden, wenn sie das sich dann unters Kopfkissen legen, ist noch nicht viel passiert. Sie können sich alle eine Milliarde unters Kopfkissen legen, ist nicht viel passiert. In dem Moment, wo
Sie damit anfangen, was Sie abgehoben haben, einkaufen zu gehen, also die Geldmenge plötzlich explodiert, die sich im Umlauf befindliche Geldmenge explodiert, dann haben Sie natürlich die Hyperinflation perfekt, wenn viele Leute gleichzeitig anfangen, ihre Mittel einzusetzen. Also es funktioniert jedes Geldsystem, davon bin ich überzeugt, nur mit Vertrauen. Wissen Sie, wenn Sie nicht vertrauen würden, dass Sie morgen noch Wasser kaufen können in dem Supermarkt, den Sie immer aufsuchen, dann hieße jetzt letztendlich so ein bisschen bildhaft angelehnt, dass der Supermarkt immer so viel Wasser da haben muss, dass jeder Leipziger, ich sage mal, fünf Kästen Wasser morgen kaufen kann, damit das Wasser auch verfügbar ist. Also man müsste ein Riesenlager halten, weil es könnte ja irgendwann mal jeder Leipziger das Misstrauen haben, dass das Wasser reicht und jeder geht los und dann muss das Wasser vorhaltig sein. Oder was ist, wenn alle Leipziger entscheiden, morgen nach Berlin zu fahren? Bedeutet das dann, dass wir auf jedem Bahnhof der Bundesbahn jetzt Züge vorhalten müssen, weil es könnten ja viel mehr Leute als im Schnitt losgehen und tatsächlich nach Berlin fahren wollen? Und wollen wir das dann sicherstellen? Müssen wir sicherstellen, dass wir tatsächlich jeden Tag, jederzeit unser Girokonto leerräumen können, wenn andere Dinge geändert sind? Es darf natürlich nicht sein, dass durch Zins und Zinseszins zum Beispiel Bilanzen so groß werden, dass Banken systemrelevant sind. Und durch diese Systemrelevanz man jetzt sagt, sie müssen mit Steuergeldern gerettet werden, weil wenn man die Bank umkippen lässt, hätte das Folgen für die Realwirtschaft, das wollen wir nicht. Deswegen müssen wir sie retten. Also ganz klare Aussage, in meiner Welt darf es keine systemrelevante Bank geben. Banken müssen so groß sein, dass wenn sie zum Beispiel fehlerhafte Entscheidungen fällen, dann müssen die genauso insolvent gehen können wie jedes andere Unternehmen. Es sollte nur der Einleger geschützt sein bis zu einer gewissen Größenordnung, keine Frage. Darf nicht auf Kosten des Einlegers gehen. Nur wenn ein Unternehmen sich am Markt verabschiedet, dann haben wir ja heute den Einlagensicherungsfonds. Das ist ja nicht die Problematik. Die Problematik beginnt, wenn wir eine Systemkrise haben und mehrere Banken gleichzeitig sich verabschieden würden, dann reicht natürlich so ein Einlagensicherungsfonds keine 2 Stunden. Ein Unternehmen ist da überhaupt nicht die Herausforderung. Nur einen Punkt möchte ich jetzt zum Vollgeld noch mal ganz konkret sagen. Wir haben ja gesagt, das Geld, was im Markt ist, in dem Fall jetzt hier Sichteinlagen, die zu 100% mit Zentralbankgeld gedeckt sind, das Geld soll unseren Waren- und Dienstleistungsaustausch möglichst professionell umsetzen. Jetzt steht ja für mich sofort die Frage, wie bleibt denn jetzt dieses Geld hier dementsprechend im Umlauf? Also wie ist das Vollgeldumlauf gesichert? Und wenn Sie da die Literatur der am meisten, also Huber oder Senf oder Seifert lesen, Hörmann, dann wird das sehr übersichtlich diskutiert, wie ist die sogenannte Umlaufsicherung geregelt. Und wenn dann in der Literatur steht, dass es die Idee gibt, dass man mit einem Zins das Vollgeld in den Kreislauf holt, dass man also jetzt sagt, er hier hat jetzt auf seinem Girokonto 100.000 Euro rumliegen und sagt sich, 50.000 brauchst du da demnächst garantiert nicht. Dann sagt die Bank, ich motiviere ihn als Marktteilnehmer mit einem Zins, dass er mir sein Geld zur Verfügung stellt. Das würde also bedeuten, dass jetzt 50.000 seines Vollgeldes an die Bank übergeben wird und die Bank damit jetzt die Barreserve erhöht. Dieses Geld könnte jetzt nach dem Gedanken der Freunde des Vollgeldes, könnte jetzt verliehen werden, weil ja tatsächlich ein Marktteilnehmer der Bank diese 50.000 Euro zur Verfügung gestellt hat. Nur wenn jetzt diese 50.000 Euro verliehen werden, dann haben wir letztendlich genau den Effekt, dass wir auf der rechten Seite über Zins und Zinseszins die ganze Sache exponentiell aufblähen lassen. Sodass ich Ihnen vorhin gesagt habe, es gibt in jedem Geldsystem gibt es 4 wesentliche Fragen. Die erste Frage ist, wie kommt überhaupt neues Geld in Umlauf? Geld im Sinne nach meinem Begriff. Wie machen wir das? Neues Geld in Umlauf kommt aktuell in der Form, dass die Europäische Zentralbank über die nationalen Notenbanken, den Geschäftsbanken Geld in Form von Krediten zur Verfügung stellt. Das können wir diskutieren, ob wir das so wollen oder
auf was anderes machen wollen. Ich möchte nur an der Stelle bemerken, dass ja für diese Zentralbankkredite die Geschäftsbanken Zinsen an die Notenbanken zahlen. Und bei der Bundesbank ist es so, dass der Überschuss, den die Bundesbank jedes Jahr erwirtschaftet, das sind, ich habe es für die letzten 10 Jahre ausgerechnet, in den letzten 10 Jahren war es, wenn ich richtig liege, jetzt so circa 3,2 Milliarden durchschnittlich pro Jahr, was an Bundesbanküberschuss entstand. Dieser Überschuss wird an den Staatshaushalt, also letztendlich für das Gemeinwohl überwiesen. Sodass man diesen Zins, den kann man kritisch betrachten, muss man vielleicht nicht. Es gibt auch andere Wege. Es gibt Freunde, die sagen, wir könnten neues Geld als bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel ausgeben oder dem Staat zinsfrei zur Verfügung stellen. Ist das dann ein Kredit oder ist es ein Geschenk? Manchmal hört man, es kann ja auch ein Geschenk sein. In dem Moment, wo ich weiß, dass eine Regierung neues Geld recht leicht bekommen kann, will ich sehr genau geregelt haben, dass eine Regierung dafür keine Panzer kaufen kann zum Beispiel. Würde mir gar nicht gefallen, wenn Regierungen in der Lage sind, sich mit Geld in der Form zu versorgen, um da Dinge zu kaufen, die ich ablehne. Und deswegen ist die erste Frage, wie kommt Geld in Umlauf, immer relevant. Die zweite Frage ist, wer bringt es in den Umlauf? Ist es wie heute eine Institution wie die Europäische Zentralbank? Wie ist die geregelt? Ist das ein öffentlich-rechtliches Institut, wo es eine demokratische Kontrolle gibt? Oder können auch private Geld ausgeben? Es gibt gerade aus dem Bereich der Neoliberalen viele, die sagen, warum kann ich auch ein privates Unternehmen Geld ausgeben? Und dann können die miteinander konkurrieren auf dem Markt und es wird sich das beste Geld durchsetzen. Ist nicht meine Ansicht, nur es gibt diese Diskussion. Dann steht die dritte Frage, wie ist die Umlaufsicherung geregelt? Und da bin ich heute von den 45 Minuten am intensivsten eingegangen. Welche Umlaufsicherung verwenden wir? Und das ist jetzt der Punkt, für den ich mich einsetze, weil ich mir eben eine Umlaufsicherung in Form einer Gebühr auf Bargeld wünsche, um dem System die Exponentialfunktion zu nehmen, damit schon mal der garantierte Zusammenbruch für die Zukunft verhindert wird und wir über diese Weise dem System den Wirtschaftswachstumszwang nehmen und überhaupt erstmal eine Grundlage schaffen, um auf eine Art und Weise zu produzieren, die in einer Art nachhaltig ist, wie wir es tatsächlich brauchen, um unsere Erde zu erhalten, damit wir auch in 100 Jahren unsere Kinder und Enkelkinder noch Freude haben, diesen Planeten zu wohnen. Und die vierte Frage wäre, wie ist das Geld gedeckt? Brauchen wir in irgendeiner Form eine Deckung? Ich sage, im jetzigen System ist die Deckung dadurch gegeben, dass wir Waren produzieren, Dienstleistungen anbieten. Wenn die Waren- und Dienstleistungsmenge zur ausgegebenen Geldmenge und der entsprechenden Umlaufgeschwindigkeit passen, wenn also diese beiden Flächen dementsprechend gleich groß sind, dann ist ein Gleichgewicht hergestellt und dann ist eine zusätzliche Deckung darüber hinaus aus meiner Sicht nicht vonnöten. Dann fließt das Geld und dann fühlen wir uns alle wohl, wenn das professionell jeden Tag funktioniert. Vielen Dank.